Das Böse begrüßt euch recht herzlich zurück hier bei Eternal Legends, meine lieben Leute. Wir befinden uns hier in Meru. Wir sollen uns jetzt allerdings nach Terra begeben und sollen dazu die Terra-Schlucht überqueren oder durchqueren, wie auch immer. Und da hätten wir schon den ersten Gegner, wieder mal ein Glubsch wahrscheinlich. Wenn es nicht wieder eine stärkere Form ist, nein, ganz normale Glubschers. Die sollten ja eigentlich nicht mehr so das riesige Problem für uns darstellen. Könnte man jedenfalls meinen. Gustav, machst mal bitte das. Und gut. Ja. Einmal Materie und gut ist. Die Erfahrung hält sich jetzt ja auch echt in Grenzen. Aber naja, wir wollen ja mal nicht mosern, nicht wahr? Auch kleinen Vieh macht Mist. Hier sieht es auch irgendwie richtig krass aus. Ach, hier waren wir mit Rena. Genau, hier sind wir mit Rena gewesen. Um dann letztlich nach Luciano zu gelangen, sodass sie wieder zu der Gruppe gestoßen ist. Gustav, mach mal bitte wieder das. Und gut. Gott sei Dank sind die Gegner hier relativ einfach. Die bereiten uns jetzt hier keine Probleme. Zumindest diese hier nicht. Ich weiß nicht, was hier noch kommt später. Terra-Schlucht. Ja, ach nee, echt. Das hatten wir schon. Das hatte Rena bereits geöffnet. Ja, ich gehe erstmal hier nach oben. Okay, nach oben komme ich offenbar nicht. Aber ich glaube, das war der Weg, den ich mit Rena auch gegangen bin, oder? Hier waren wir noch nicht. Was? Äther erhalten. Sehr schön. Und was ist das? Wieder ein Werwolf? Ein Werwolf? Schreckenswolf. Naja, ist ja ähnlich. Aber auch das sollte eigentlich hoffentlich nicht so das große Mega-Problem werden. Es sei denn, ich unterschätze den jetzt. Ich hoffe aber mal nicht. 54, ja, war aber schon ganz nett auf jeden Fall. Oh, der verträgt aber definitiv mehr als diese Glubschviecher. Oh, ja, okay, also Schreckenswolf ist offensichtlich etwas härter zu bekämpfen. Versuchen wir es mal damit. Eis 2, ist das mehr? Ja, war auf jeden Fall schon mal ganz ordentlich. Und? 26. Wieso verträgt er so viel? Ja gut, aber meine HP sehen jetzt noch ganz gut aus. Abgesehen von Rena, da sieht das nicht mehr ganz so prall aus, aber sonst... Blitz war nicht so. Ich glaube, Eis 2 hat so mit am meisten abgenommen. Sehr schön. Und 63 Erfahrung, naja, immerhin. Oh, das sieht aber auch schön aus hier hinten. Hier geht's hoch, wie es aussieht. Geht's hier auch nach unten? Nee. Geht's hier nach rechts? Ja. Ist natürlich die Frage, dann müssen wir jetzt hier weiter eher gen Osten oder eher gen Norden? Wartet, bevor wir hier lang gehen, möchte ich erstmal gen Norden gehen. Und ich hätte sehr gerne hier nochmal einen Speicherpunkt, dass wir uns mal wieder regenerieren können. Hier werde ich jetzt mal mit Rena dann einmal... Oh, zwei Wölfe. Das sind noch wieder andere. Also kein Schreckenswolf, aber da weiß ich jetzt trotzdem nicht, wie hart der ist. Machen wir mal Wasser. Materie. Feuer und ab geht's. Also ich glaube, Eis 2 macht mehr Schaden. Behaupte ich jetzt einfach mal. Und... Ach du Scheiße. Ja, das verspricht ja dann noch richtig lustig zu werden. Steinhagel, Flammentanz. Und das bringt genau was? Ich habe keine Ahnung. Naja, mal gucken, was dieser Flammentanz dann bringt. Wenn er schon keine MP kostet. Okay, konnte ich jetzt hier nicht mehr erproben. Gustav Level Up, sehr schön. Immer noch nicht, wo ich jetzt im Endeffekt richtig bin und wo nicht. Wolf. Ja, mal gucken.
Rena. Ich versuch's nochmal mit Flammentanz. Ich weiß nicht, was es bringt, wie gesagt. Eis 2. Und er greift einfach nur an. Eis 2 bringt 40 circa. Ja, die Attacken an sich sind auch gar nicht mal so schlecht. Tanzende Flammen. Wow, das ist aber nicht schlecht. Wolfszauberangriff plus. Ist schon böse. Flammentanz finde ich gut. Machen wir dann nochmal so und nochmal so. Macht auch ungefähr genauso viel Schaden wie Eis. Also es kommt halt drauf an, wie es jetzt gerade besser trifft, ne? Aber generell sah das schon gar nicht so schlecht aus. Phil hat ein Level-Up. Sehr schön. Oh, das sieht so schön aus hier oben. Bist du auch ein Gegner? Komm schon. Nicht? Hm. Hätte ja durchaus sein können. Ich weiß jetzt, wie gesagt, nicht, wo wir jetzt hier richtig sind. Hier ist zumindest eine Truhe. Die ich eigentlich echt gerne hätte. Heiltrank erhalten. Und wieder Wölfe oder ein Schreckenswolf? Wölfe. Okay, also machen wir wieder Flammentanz. Materia Feuer. Und ab geht's. Also ich glaube, mit Feuer sind wir aber besser bedient. Scheint mehr auszuteilen. Und das finde ich gut. Ja, yeah, sehr gut. Tanzende Flammen. Okay. Und weil es so schön war, machen wir das gleich nochmal genauso. Erster dürfte tot sein jetzt. Der zweite dürfte jetzt aber nach der Runde eigentlich auch das Zeitliche gesegnet haben. Hoffe ich jedenfalls. Sonst würde ich mich echt ein bisschen wundern, so. Ja, meine ich doch. Boah, ja, bin ich hier oben jetzt richtig? Bin ich hier oben jetzt nicht richtig? Hier ist noch eine Truhe. Potion! Warum nicht? Ich habe zwar einige, aber man kann ja nie genug haben. Ich weiß, wie gesagt, auch nicht mehr, wie hart das hier im Laufe der Zeit noch wird. Das entzieht sich leider Gottes meiner Kenntnis. Das habe ich leider vergessen. Man kann sich halt leider Gottes auch nicht alles merken, ne? Ist halt so. Ja, aber das sieht schon mittlerweile ganz gut aus. Also unser Team hält gut zusammen und die Attacken sind auch gar nicht mal so scheiße eigentlich. Also auch wenn diese Wölfe ganz schön bedrohlich sind. Wenn man sie nicht vorher tötet, können die, glaube ich, ganz schön übel werden. Aber ich tue natürlich mein Bestes, sie daran zu hindern, mich so anzugreifen, wenn sie gestärkt sind und noch was extra gelernt. Hallo. Mann, Mann, Mann. Boah, ja, aber was ist, wenn es da unten... Oh. Ich will unten auch noch weitergehen. Scheiße. Fuck. Wer seid ihr denn? Da kommen ein paar Leute auf uns zu. Vielleicht wissen die ja etwas. Die sehen jedenfalls schon aus wie Buschfetischisten. What the... Ja. Ich mag's ja nicht, wenn andere lange tratschen, aber wenn man nicht mal versteht, was die sagen, dann, wir möchten, dass sie mitkommen. Aber etwas Niedliches hat sie ja. Niedliches hat sie ja. Autsch! Hab doch nichts Falsches gesagt. Kommt ihr nun? Haltet euch einfach an unseren Beinen fest. Wenn alle mich immer so drauf wären. Wozu das Ganze? Das würde ich auch mal gerne wissen. Wir wollen euch zu unserem Reich bringen. Aber keine Sorge, wenn ihr euch festhaltet, dann geht es ganz schnell. Genau. Wir wollen euch vor allem Übel bewahren. Wir müssen euch hier wegbringen, bevor es zu spät ist. Wir kommen gut alleine zurecht. Wenn ihr denkt, ihr könnt uns zum Narren halten, habt ihr euch getäuscht. Verschwindet, solange wir euch lassen.
Ihr habt es wohl immer noch nicht begriffen. Wenn ihr meint, ihr kommt ohne uns klar, dann sei es so. Gehen wir, Luca. Was war das? Ich habe das Gefühl, diese Personen haben etwas mit dem Dämon zu tun. Erinnerst du dich noch, wo uns dieser eine Irre angegriffen hat? Im Wald, meine ich. Stimmt. Wie die beiden Personen einfach verschwunden sind. Äußerst verdächtig. Ich hatte eigentlich nichts gegen die. Vielleicht einer undeutlich sprach, aber sonst... Na, gehen wir weiter. Ich möchte diese Gjörn schnell vergessen. Ich gehe jetzt erstmal wieder nach unten, bevor ich hier irgendwo lang laufe. Ich möchte nämlich den unteren Pfad bitte auch gerne einmal begangen haben, um zu wissen, ob da was ist, was irgendwie vielleicht wichtig ist oder eben nicht. Das ist mir mal zu heikel und dadurch, dass ich jetzt hier mehrere Wege hatte, ist das natürlich besonders uncool. Aber ich habe so das dumpfe Gefühl, die greifen uns nochmal an oder irgendwas. Ich weiß aber ehrlich nicht mehr, was da kam bei denen. Ja gut, was soll man erwarten? Nach fast 10 Jahren Abstinenz von einem Spiel, dass man da auch nicht mehr alle Details zusammenkriegt. Ja gut, die Glubstinger sind ja nur echt nicht der Akt. Da heizen wir einmal mit Gustavs Materie durch und dann ist gut. Ach nee, Quatsch, brauchen wir noch gar nicht. Materia, Nummer 1-2. Oh Gott. Machen wir kurz einen Prozess mit den Dingern hier, damit die uns nicht länger im Weg rumstehen. Oder rumblubbern, wie auch immer. Ich konnte mich gar nicht bewegen gerade, das kam direkt. Kam direkt der Angriff der Glubschis, aber es ist ja kein Problem. Die sind ja Gott sei Dank nicht allzu stark. Feuer? Naja, ich mach mal Eis weiter. Da weiß ich wenigstens, dass es funktioniert. Ja, ohne Probleme. Gar keine Herausforderung. Orala hat ein Level-Up gehabt. Super. Schönstens. Wo kommen wir hier hin? Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Sieht aber so aus, als ob das irgendwie eine Truhe ist, die wichtig ist oder so. Weil warum sonst sind da so Fahnen daneben gewesen? Ist ja eigentlich mehr oder minder so eine Art Markierung, oder nicht? Also das ist so reviermarkiert, würde ich jetzt mal behaupten wollen, oder? Was? Titan erhalten? Was ist das denn? Habe ich das überhaupt richtig gelesen? Ich finde hier nichts dergleichen. Bin ich blind? Ich konnte es leider nicht lesen, weil oben links in der Ecke ist so meine Anzeige, dass ich aufnehme. Praktisch dieses Overlay. Sehr schön. Sehr schön. Das ist cool. Das wäre mir sonst verwehrt geblieben. Okay, also ist oben tatsächlich der richtige Weg. Boah, Leute, ich möchte speichern. Ich möchte mich einmal heilen, bevor jetzt hier so ein richtig dicker Kampf kommt. Ich spüre es doch in meinem kleinen Zeh, dass da irgendwas kommt gleich. Und da habe ich ein bisschen Angst vor. Moment mal, was ist denn hier oben? Achso, da oben ging es ja lang. Von da, da müsste ich jetzt da wieder hin, genau. Denn von links kamen wir ursprünglich. Und hier rechts war der Weg, den ich zuerst gewählt hatte. Wo ich dann aber beschlossen habe, okay, ich gucke lieber nochmal nach, was es hier so gibt. Nicht, dass ich hier wirklich was elementar Wichtiges auslasse. Das wäre echt nicht vertretbar und echt schade. Und dann hätte ich diese Guardian Force jetzt nicht bekommen, ne? Da oben waren wir schon, da war eine Truhe und sonst war da Dead End. Okay, also geht's weiter. Hier waren diese beiden Gestalten. Wo ist hier los? Terra wünscht keine Leute aus Khalid. Oha. Das klingt jetzt ja nicht ganz so super. Wir kommen ja, ich weiß gar nicht, kommt Gustav nicht aus Khalid? War das nicht irgendwie so? Ich weiß nicht. Wir versuchen es jetzt mal mit Feuer. Ich bin mal gespannt. Hilft auch. Aber ich glaube, Eis ist bei denen sogar noch ein bisschen wirksamer. Aber naja, war trotzdem One-Hit. Also nicht der Rede wert. Hey, dich wollen wir auch mitnehmen, weil auch du gibst Erfahrung. Und das können wir natürlich nicht mal eben so vor sich hin plätschern lassen hier. Das geht ja nicht. Das kann ich ja nicht vertreten. Das geht einfach mal. Nein, halt. Mystik und Flammentanz.
Flammentanz. Materia. Feuer. Genau. Ja. Und auf die Schnauze. Und auch nochmal auf die Schnauze. Und 40 HP. Und tanzende Flammen. Und sie hat abgewehrt. Sehr schön. Mystik. Und nochmal Flammentanz. Materie, Feuer. Und ab geht's. Stirb. Stirb. Stirb, hab ich gesagt. Sehr schön. Du tust, was du sollst. Das finde ich gut. Sehr sympathisch. Gefällt mir. Ist immer noch die Terra-Schlucht und hier sind immer noch Wölfe unterwegs, aber ist ja nicht das Problem. Komm her. Mein kleines Hundi, die Pundi. Und Schreckenswolf. Das ist offenbar wieder ein bisschen eine härtere Variante. Versuchen wir es mal mit Titan. Rena macht wieder Flammentanz. Fände ich ganz cool. Und du machst Feuer und ja. So machen wir das. Das sieht ja geil aus. Und 135 Schaden. Wow, nicht schlecht. Ich wollte es eigentlich nur mal erproben. Auch nicht schlecht. Gefällt mir, muss ich wirklich sagen. Also mit Hilfe dieser Guardian Force haben wir jetzt ja ordentlich Damage ausgeteilt an dem. Also eine sehr, sehr starke Guardian Force, zumindest bei Widersachern, die darauf in irgendeiner Weise anspringen. Ja, hier ist noch eine Truhe. Haha, da lacht mein Evil Herz. Das ist schön. Da habe ich wirklich Freude. Flammentanz. Und du machst Materie Eis. Dürften wieder One-Hit sein. Jo. Aber volle Kanne. Gar kein Akt. Sehr schön, so muss das sein. Mega-Elixier. Geil, geil, geil. Hier ist sonst nichts, ne? Nö, hier ist überall nichts zu finden. Okay. Super. Ich möchte bitte einmal Heilung speichern und so. Oh, und noch eine Truhe. Potion. Potion ist jetzt zwar nicht so der Jackpot, aber naja, man nimmt's halt mit, ne? Ich wollte erstmal rechts weiter gucken, bevor ich mich diesem Gegner hier widme. Oder diesen Gegnern in diesem Fall. Aber nein, die Wölflies hatten es etwas eiliger. Man kann sich das ja manchmal nicht aussuchen, was man so für Fans hat, nicht wahr? Ja, das sah soweit ganz ordentlich aus. Und ja. Darf's nicht abwehren, Mensch. Okay. Und nochmal, weil es so schön war. Nein, du machst Materia. Genau. Seine Attacke sieht genauso aus wie der Flammentanz von Rena. Ist super. Ist super auf jeden Fall. Ist hier noch irgendwas? Kann man hier lang gehen? Man weiß es ja manchmal nicht, ne? Aber offenbar ist hier nichts mehr, was uns in irgendeiner Weise weiterhilft oder was uns da entgehen würde. Denn da kann ich gar nicht lang gehen. Was ist hier? Hier kann ich weiter. Was ist hier noch? Warum kann ich hier hin? Ist nichts mehr. Aber hier finde ich das Wasser auch wieder schön. Gefällt mir von der Farbe. Und von der Animation her ist das auch sehr schön in Szene gesetzt. Wie ich finde. Na, Wolf. Oder Wölfe. Ich weiß es jetzt ja nicht. Das sieht man so schwer aus, dass das wieder ein Schreckenswolf ist. Nein, es sind zwei Wölfe. Zwei ganz normale. Nicht das Problem. Wir kennen ja das übliche Prozedere, wie wir da angreifen. Heißer Zauber. Da hast du aber schon mal bessere Zeiten gehabt, nicht wahr, Gustav? Aber ja, ist egal. Immerhin hat es über 30 Schaden gemacht, das ist schon mal viel wert. Okay. Und, nein, genau, jetzt. Sehr schön. Ah, der jetzt hier müsste nach der Runde aber trotzdem auch tot sein eigentlich. Werden hier mal beide mehr oder minder mit angegriffen. Oh, scheiße. Jetzt aber. Geht doch. Mit Renas Attacke war es dann vorbei. Und sie hat ein Level Up, genauso wie Gustav. Aber so langsam erreicht sie auch die Level, die sie bräuchte.
Das ist sehr erfreulich. Ich hatte mir da doch schon ein bisschen Sorgen gemacht, weil sie halt sehr, sehr, sehr schwach war. Aber mittlerweile sind wir denn hier gelandet. Kommt man irgendwo rein? Nee. Ich würde gerne erst nach Terra gehen. Gehen wir später nach St. Merck, wenn wir nach Felucia absetzen wollen. Okay. Terra City, betreten. Oh yeah. Terra City ist ja ziemlich klein. Dann lasst uns erstmal meine Mutter suchen. Das wird ja schnell erledigt sein. Ja, wenn sie dich denn sehen will, heißt es. Speichern. Ich hätte jetzt allerdings gerne erstmal, bevor ich mit Leuten hier spreche, das Inn aufgesucht. Sofern es sowas hier gibt. Ist das hier ein Inn? Nee. Aber trotzdem gut. 22, 12 High Potions. Spitzspeer. Kreuzbogen. Breitschwert würde ihm auch sehr gut stehen. Aber ich werde erstmal einen Kreuzbogen für die Rena. Und ich denke mal, das ist auch gut angelegt. Die Musik ist hier auch wieder cool. Wow, guckt euch diese Verbesserung mal bitte an. Wenn sie jetzt nochmal angreift, dann sollte das auch ein bisschen mehr Schaden machen. Und Gustav, du kriegst jetzt einen Spitzspeer. Sehr schön. Und Orala, was ist mit O... Nein, mit Orala kann der noch irgendwas? Magiestab. Naja. Ah, verkaufen können wir dann ja noch ein bisschen was. Verkaufen, bitte. Bogen. Jupp. Runenschwert. Jupp. Omnispeer. Jupp. Bronzeschild. Orala könnte das noch helfen. Talisman brauchen wir nicht. Kette. Aber Holzrüstung kann weg. Noch was? Speer kann auch noch weg. Okay. Muss erstmal reichen. Ich möchte hier trotzdem erstmal zum Inn, bitte. Gibt's hier keins? Bist du ein Inn? Gasthaus, jawohl. Übernachten. Dann nochmal speichern und dann können wir uns immer noch hier umgucken in Terra City. Nachdem wir ja die Terra-Schlucht durchquert haben. Die Musik ist irgendwie cool. Hallo. Wer bist du? Und was willst du? Ich suche meine Mutter. Du bist mir lustig, Kind. Glaubst du, ich habe sie hier versteckt? Dann bin ich hier wohl falsch. Wie hast du das nur erraten? Das war auch gar keine Absicht. Ich wollte hier eigentlich runter, einfach nur speichern. Okay, und ich würde mal sagen, wir sehen uns in diesem Ort im nächsten Part um. Und bis dahin, tschüss!